Am Freitag haben wir also die Rallye gesehen mit den US-Arbeitsmarktdaten wegen der niedriger als erwartet ausgefallenen Stundenlöhne. Daher die Hoffnung, die Lohnpreisspirale wird nicht so heftig, weswegen die Fed viel früher umsteuern kann, bla bla etc. etc. All das ist faktisch Bullshit. Dennoch hat diese Rallye Potenzial noch weiter zu gehen und das eigentliche Problem wird erst dann kommen, wenn das passiert, was sich die Märkte wünschen, nämlich der Pivot. Wenn die Fed dann plötzlich umsteuern wird, dann wird es für die Märkte richtig riskant. Jetzt haben wir nochmal die Chance, ein bisschen nach oben zu laufen, sodass im kurzen Zeitfenster Rücksetzer wohl Kaufgelegenheiten sind für Trader, nicht aber für Investoren, denn die dürften bald nochmal günstiger zum Zuge kommen. Schauen wir uns die Dinge mal an. Hier sehen wir die Fed Terminal Rate Hike Expectations und die sind deutlich gefallen aufgrund der Daten am Freitag. Wir hatten ja nicht nur die niedrigen Stundenlöhne innerhalb der US-Arbeitsmarktdaten, sondern vor allem diesen miserablen ISM-Index und zack ging es nach unten. Man ist jetzt wieder deutlich unter der Marke von 5%, was praktisch den Gipfelpunkt der Zinsentwicklung betrifft, den die Märkte erwarten. Jeffrey Gundlach sagt ja, also die höchste Rendite bei einer US-Staatsanleihe ist die sechsmonatige Staatsanleihe, die ist bei 4,8%. No way, no chance, dass die Fed die Zinsen über die Marke von 5% anhebt. Schauen wir mal. Ich glaube, sie wird das zumindest versuchen. Sei es drum, hier sehen wir, wie stark jetzt die Renditen gefallen sind seit der Jahresbeginn. Wir hatten ja einen regelrechten Crash der Anleihemärkte im Jahr 2022. Das heißt, die Kurse sind gefallen, die Renditen gestiegen. Jetzt passiert das Gegenteil wieder. Die Renditen fallen. Wir haben jetzt den besten Handelsstart für Anleihen seit dem Jahr 1963, seit es diese Daten in der Aufzeichnung gibt. Mit anderen Worten, die Renditen sind noch nie so stark gefallen wie seit 1963 in der ersten Handelswoche des Jahres. Und das bedeutet, dass die Financial Conditions sich jetzt wieder lockern. Nicht nur durch den Anstieg der Aktienmärkte, sondern eben auch durch den Fall der Renditen. Wenn die Renditen fallen, dann entsteht sozusagen der Gegenteileffekt dieses Monetary Tightening. Also die Finanzkonditionen lockern sich. Die Hypothekenzinsen zum Beispiel kommen dann wieder nach unten etc. etc. Das ist aber das, was die Fed eigentlich nicht sehen will. Das Gegenteil ist der Fall. Und hier sehen wir, wie die Märkte am Freitag reagiert haben. Alle Indizes über 2% im Plus und der Nasdaq oder die Nasdaqs, nämlich der Nasdaq Composite und der Nasdaq 100, besonders stark im Plus. Hedgefonds gehen jetzt davon aus, okay, wir shorten mal den Dollar, weil wir sagen, die Fed wird die Zinsen langsamer oder weniger anheben als zuvor gedacht. Aber es bleibt ein ganz großes Problem dieser Rallye. Erstens, wenn eine Rezession kommt, sind Aktien nach wie vor zu teuer mit einem Multiple von 17, also einem Kursgewinnverhältnis von 17 an der Wall Street, im S&P 500. Wenn die Rezession nicht kommt, wird die Fed die Zinsen nicht senken. Das ist der logische Widerspruch, den die Bullen derzeit überwinden müssen. Und wie hier Lance Roberts zeigt, wir haben nach wie vor oder sehen jetzt schon wieder mal eine solche Pivot-Hope-Rally in Sachen Fed. Also man hofft, dass die Fed einen Pivot machen wird. Wir werden wahrscheinlich eine tradable Rally bekommen, also eine handelbare Rally bekommen. Und wie gesagt, diese Rally ist für Trader vielleicht eher nicht für Investoren, die da nochmal günstiger reinkommen. Denn der Gegenwind höherer Zinsen, des Quantitative Tightenings und des Abzugs von Stimulus von der Wirtschaft haben sich nicht geändert. Es war keine gute Idee, die Fed zu bekämpfen oder gegen die Fed zu handeln in Zeiten des Quantitative Easing, also der Lockerung der Geldpolitik. Und es ist eben auch keine gute Idee, die Fed zu bekämpfen mit seinem eigenen Trading in Zeiten des Quantitative Tightening, also der Straffung der Geldpolitik. Genau das wollen aber die Märkte machen. Hier sehen wir mal die Financial Conditions, deutlich lockerer geworden. Einerseits vor allem natürlich durch die Aktienmärkte, andererseits durch die inzwischen wieder deutlich gefallenen Renditen. Und das, obwohl die Fed uns in der letzten Woche klar gesagt hat,
Wir wollen nicht die Zinsen senken im Jahr 2023 und wir wollen nicht, dass die Financial Conditions laxer werden. Das hat man wörtlich gesagt damals oder jetzt in diesem Protokoll, das letzte Woche veröffentlichte, wurde aber ja aus Mitte Dezember, also der letzten FED-Sitzung, die Aussagen reflektiert. Das ist das ganz, ganz große Problem der Bullen. Deswegen, ja, es kommt wahrscheinlich noch weiter was nach oben, aber nein, es wird nicht der Boden gewesen sein, sondern da werden wir noch mal etwas testen müssen. Hier sehen wir die Target Rate der Fed, also der weitere Anstieg der Zinsen auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Lockerung der Financial Conditions. Da klafft eine Lücke, die muss sich wieder schließen. Morgen, 15 Uhr, wird Jerome Powell eine Rede halten auf einer Notenbankerkonferenz in Schweden, 15 Uhr. Das wird eines der Highlights sein. Und am Freitag nach den Arbeitsmarktdaten hat die Fed eigentlich klar gesagt, was der Fall ist. Sie hat gesagt, we have got to stay the course. Hier in Gestalt von Mr. Bostic, dem Atlanta Fed-Chef. Die Inflation ist zu hoch. Also man sieht keinerlei Pivot der Fed. Man kann sich das vielleicht so vorstellen seitens der Fed, die glaubt, wir haben es mit der Inflation sozusagen wie mit einem Feuer zu tun. Und das musst du austreten, da musst du jeden Funken austreten, damit die ganze Geschichte nicht plötzlich wieder aus einer Glut sich zu einem Feuer entwickelt. Deswegen ist die Fed so rigide, so scharf in der Bekämpfung eben jetzt dieser Inflation. Und das, was man, glaube ich, verstehen muss, was die Märkte noch nicht so wirklich kapiert haben, ist, die Fed ist wirklich des Glaubens, dass wenn die Rezession kommt, sie einfach nur umsteuern muss mit ihrer Geldpolitik und zack, dann zieht sich die Wirtschaft mit den eigenen Haaren wieder aus dem Sumpf. Da kann ich Ihnen davon viel erzählen. Ich habe mich so oft aus dem Sumpf gezogen, dass die Haare gleich mitgegangen sind, nicht wahr, beim Rausziehen. Also jedenfalls ist das natürlich der große Quatsch und die große Hybris, der große Größenwahn der Fed, dass sie glaubt, naja, wir können jetzt richtig eine Vollbremsung machen, denn wenn dann die Dinge so ein bisschen schwieriger werden, dann lassen wir das Pedal einfach wieder locker und gehen ein bisschen aufs Gas und alles wird wieder gut. Es ist also diese Allmachtsfantasie der Fed, die glaubt, sie hätte wirklich die Kontrolle über die Wirtschaft und das ist nicht der Fall. Das erleben derzeit die Chinesen. Die haben erst ihre Immobilienblase angestochen, jetzt platzt die Blase. Jetzt wollen sie plötzlich sozusagen diese rigideren Maßnahmen zurückfahren. Aber das Problem ist, du kriegst die Nachfrage nicht mehr her. Das wird auch für die Fed der Fall sein. Wenn du plötzlich jetzt diese Abwärtsdynamik hast, dann kannst du selbst mit einem Umsteuern der Geldpolitik diese Nachfrage nicht mehr erzeugen, weil die zunächst mal weg ist, diese Nachfrage seitens der Firmen wie auch der Konsumenten. Und dann hast du das Problem einer Dynamik, einer Lawine, gegen die du dich als Fed auch nicht mit Geldpolitik stellen kannst. Und genau das ist das Problem, das die Märkte noch bekommen werden. Die eigentliche Panik wird einsetzen, wenn die Fed in Panik ist. Wenn sie sagt, jetzt müssen wir aber umsteuern. Und dann merken die Märkte, das hilft nichts. Wir werden sozusagen von dieser Lawine überrollt. Auch wenn die Fed jetzt den Fuß vom Bremspedal genommen hat und vielleicht sogar wieder aufs Gaspedal geht. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Erstens zum Selbstverständnis der Fed und vor allem dann zu Dynamiken von Wirtschaft in solchen Situationen. Am Donnerstag haben wir die US-Verbraucherpreise ja sehr, sehr wichtig hier. Erwartung, dass wir auf 6,5% fallen zum Vorjahresmonat von 7,1% im Vormonat. Die Daten ja damals niedriger als erwartet. Wie geht es jetzt weiter mit den Märkten, meine Damen und Herren? Schauen wir uns einmal ein paar Projektionen an. Wir haben jetzt diese inverse Schulterkopf-Schulter aktiviert, sind nach oben rausgelaufen. Schauen Sie mal oben im RSI. Da sind wir schon ein bisschen hoddy, schon fast Richtung 70 unterwegs, also etwas überkauft. Dennoch, das Ziel könnte sein, zum Beispiel das Gap zuzumachen, dass wir knapp unter der 4000er Marke haben, dass wir auch das sogenannte Measurement Move, also praktisch, naja, Schwamm drüber, geht jetzt zu weit. However, jedenfalls ist da noch Potenzial, das Ähnliche sehen wir hier. Wir haben hier ein Kaufsignal bekommen, sind vorbörslich heute sogar mit den Futures positiv gewesen. Dennoch, es ist eben so, dass diese Rallye die Financial Conditions weiter lockert. Hier sehen wir nochmal die verschiedenen Gaps. Im oberen Chart und im unteren Chart sehen wir, dass diese Rallye ziemlich genau wieder an diesen Abwärtstrendkanal des S&P 500 führen könnte und da dann wieder scheitern dürfte. Zumal wir
jetzt eben auch positive Signale haben, etwa vom Bullish Percentage Index, sowohl vom NYSE als auch vom Nasdaq Composite. Das hat gedreht, da haben wir positive Divergenzen gesehen, wir waren ausverkauft, waren überverkauft, jetzt wird das rückabgewickelt, Shorties werden gesqueezed, also geht es tendenziell nach oben, auch wenn im kurzen Fenster, Zeitfenster jetzt erstmal ein bisschen Ausschnaufen angesagt ist. Hier sehen wir etwa mal, wie stark doch die Dinge schon überhitzt sind jetzt durch diese Rallye am Freitag. Also kurzfristig dürfte jetzt erstmal diese vorbörsliche Plus-Situation sich dann wieder auspreisen, aber dann dürften Rücksetzer kurzfristig eben nochmal Kaufgelegenheiten sein. Kommen wir aber zum übergeordneten Blick mal auf das Weitere. Der Wirtschaftswissenschaftler, nämlich Campbell Harvey, der nachgewiesen hat, dass die inverse Zinsstruktur oder die invertierte Zinskurve eine Rezession ankündigt. Der sagt, ja, also diesmal glaube ich, ist es nicht so. Also diesmal ist alles anders, sagt einer, der es eigentlich besser wissen müsste. Ist das so? Also wird eine Rezession nicht kommen, weil eben der Arbeitsmarkt zu stark ist noch etc. Ich glaube, das ist ein schwerwiegender Irrtum. Hier sehen wir zunächst mal, wie die Gewinne der Unternehmen bereits runterkommen. Am Freitag startet ja die Berichtssaison der US-Banken. Also die Earnings Season geht los mit den Finanzwerten. Hier sehen wir, dass das immer weiter nach unten geht hier, nämlich der Gewinn pro Aktie und wahrscheinlich sogar negativ wird jetzt im vierten Quartal. Das ist das eine. Das andere ist der ISM, Einkaufsmanager Index Dienstleistung, den wir am Freitag gesehen haben, jetzt auch kontrahierend schrumpfend, nachdem der Sektor Gewerbe ja schon länger sozusagen echte Probleme hat. Das heißt, hier sehen wir alle Zeichen, wie auch Frühindikatoren, deuten auf einen klaren Fall der Wirtschaft. Aber jetzt sagt derjenige, der es eigentlich besser wissen müsste, oh nö, diesmal wird es nicht so sein. Schauen wir uns mal die sogenannten Delinquencies an, also Leute, die im Zahlungsverzug von mehr als 30 Tagen sind, also ihre Kredite nicht bedienen, aufgeschlüsselt nach verschiedenen Sektoren, Student Loan, Auto Loan, ja immer bedeutsamer, diese Autokredite, Credit Card und so weiter und so fort. Und wir sehen, das dreht nach oben, da beginnt ein neuer Trend. Gleichzeitig sehen wir die Quarterly Change in Deposits, also das, was die Leute bei den Banken hinterlegen. Das heißt, die Bankguthaben schrumpfen seit zwei Quartalen jetzt ab. Oder seit zwei, ja genau. Also jedenfalls sehen wir, dass das zurückgeht. Das heißt, die Leute haben weniger Reserven. Gleichzeitig steigen die Schulden der Leute, ihre Kreditkartenschulden, gehen deutlich nach oben, weil sie eben ihre gestiegenen Kosten über neue Schulden letztendlich finanzieren. Und das bedeutet, dass sie jetzt noch konsumieren, aber irgendwann ist das Limit erreicht. Dann bricht der Konsum ab, dann wird die Fed feststellen, ups, das haben wir überhaupt nicht erwartet. Denn die Fed geht ja davon aus, dass es keine Rezession geben wird, auch wenn man gesagt hat, ja, es wäre sozusagen ein denkbares Alternativszenario, aber es wird dann so sein, die Fed wird umsteuern, schon alleine, um die Anleihemärkte wahrscheinlich zu retten, aber das wird den Aktien nicht helfen, wie Zoltán Pasha hier sagt, also das wird dann ein übergeordnet ganz, ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht, was da dann für Schäden entstehen, die die Fed letztendlich selbst mit verursacht hat, indem sie zu lange gewartet hat mit der Straffung der Geldpolitik, dann sehr stark auf die Bremse getreten ist, im Glauben, das geht schon, denn wenn irgendwas schwierig wird, dann drehen wir einfach wieder um. Das wird nicht passieren. Das sehen wir hier in Asien. Da sehen wir eine Rallye der Aktien, vor allem von chinesischen Aktien, weil eben die Chinesen jetzt all in gehen müssen, Stimulus betreiben wollen, Geld ausgeben wollen, sich geöffnet haben. China sagt jetzt also, da ist, nicht China, sondern Goldman Sachs sagt, da ist jetzt noch weiteres Potenzial für diese Rallye. Hier sehen wir mal Dollar-Yuan, massiv unter Druck, der Dollar fällt, also der Yuan steigt. Wir sehen also die Aufwertung des Yuan, auch interessant in diesem Chart von Capital.com, wenn wir jetzt nach Europa kommen. Dann sehen wir, dass die SNB, die Schweizer Nationalbank, der größte Hedgefonds der Welt, der amerikanische Aktien gekauft hat, jetzt massiv verloren hat, 132 Milliarden Franken. Was bedeutet, dies ist der größte Verlust in der Geschichte, nämlich seit dem Jahr 1906. Und das bedeutet, dass die Kantone kein Geld bekommen, Gemeinden kein Geld bekommen. Normalerweise zahlt die SNB Gewinne ja aus. Das ist eine schlechte Nachricht. Die haben lange sehr profitiert.
von ihrem Hedgefonds-Charakter, diese Notenbank. Jetzt geht es eben die andere Richtung und das gilt auch für die EZB. Herr Lane, der Chefvolkswirt und eigentliche Kopf der EZB, weil ja Frau Lagarde eher das Gesicht als der Kopf ist. Jedenfalls, der sagt, oh, wir werden eine etwas dauerhafte Inflation haben. Warum? Weil die Lohnerhöhungen bisher hinter den Preissteigerungen zurückgeblieben sind. Und da klafft nun eine Lücke, die die Inflation in den nächsten Jahren unter Druck halten wird. Deswegen wird auch die EZB vielleicht deutlich mehr tun, als die Märkte derzeit glauben. Wer hätte gedacht, dass eine Notenbank in der westlichen Welt wie die Fed die Zinsen auf 4,5% anheben kann, ohne dass das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Es scheint erstmal zu gehen, aber wahrscheinlich wird doch etwas brechen und dann wird man umsteuern, so wie in China. Hier erste Artikelempfehlung, ein großartiger Artikel. Warum war es möglich, dass plötzlich China umsteuerte? War das eine Laune von Xi Jinping? War das wegen den Protesten? Nein, hier eine interessante, extrem logische und plausible Erklärung, was da passiert ist. Die Beamten vor Ort haben das entschieden, weil vor allem die Kosten für die Kommunen nicht mehr stemmbar waren für Tests, Lockdowns etc. etc. Jetzt ein chinesischer Wissenschaftler hat Beamte befragt und nachvollzogen, was da passiert ist. Absolutes Must-Read, meine Damen und Herren. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. S&P 500 und DAX, die riskante Strategie der Fed, mal so ein Overview, was da eigentlich am Laufen ist, wie die Fed die Dinge einschätzt, wie die Märkte die Dinge einschätzen, auch sehr, sehr wichtig und gut, das zu lesen, zweite Artikelempfehlung und dann von meinem Kollegen Stefan Jäger, der den Text geschrieben hat, Rezession, warum die aktuelle Rallye nur eine Bärenmarkt-Rallye ist, da bin ich voll bei ihm. Also diese drei Artikel, meine Damen und Herren, seien Ihnen empfohlen. Die packe ich unter das Video und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.